Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Shamina. Falls du mich noch nicht abonniert hast, würde ich dir empfehlen, mich zu abonnieren, denn ich lade zweimal die Woche ein Video online. Und wie du schon im Titel gelesen hast, es geht heute um einen DM-Live-Haul. Und zwar bin ich normalerweise richtig spät dran, wenn diese YouTuberin ihre eigenen Make-up-Produkte rausbringt. Aber jetzt, glaube ich, werde ich ein paar Dinge abbekommen. Und falls es dich interessiert, um wen es geht, um was für Produkte es sich handelt, dann bleib dran und los geht's mit dem Video. Also da geht's ab zum DM. Also Leute, ich rase richtig hier zum Aufsteller. Und zwar hier geht's um Tamtam Beautys dritte Make-up-Kollektion hier im DM. Und ja, jetzt werde ich mir die Produkte kaufen, die mich am meisten interessieren und farblich auch zu mir passen. Und es werden jetzt einige sein. Also wie man hier sieht, sie hat hier in Kooperation mit Adele zwei Wimpern rausgebracht. Zwei Gesichtspaletten. Die eine ist eine Lidschattenpalette, die andere ist eine Facepalette. Dann gibt es auch noch ein Translucent Powder, das soll mega im Hype sein. Und ein Beauty Sponge werde ich mir auch noch holen. Und das sind Lip Kits, aber die werde ich mir nicht holen, weil ich habe schon genug. Aber ja, die da würde ich mir am liebsten... Oh, ich hätte die gerne geswatcht. Das gibt keinen Tester, oh Mann. Also mein größter Struggle ist jetzt, ich weiß nicht, ob die Face Palette mir zu hell ist. Oh Mann, ey, ich muss jetzt ein paar Bilder googeln und gucken, ob die mir wirklich zu hell ist, weil ich habe jetzt keine dunkelhäutige Person gesehen, die das geswatcht hat alles. Oh Mann. Leute, diese Pinselsets sehen so schön aus. Oh mein Gott, hätte ich nicht so viele Pinsel, hätte ich sie mir eventuell geholt, weil ich den hier mega schön finde. Das Set ist an sich okay, also ich hätte jetzt nicht unbedingt diesen Pinsel hier gebraucht. Aber das kostet auch 9 Euro für, was weiß ich, 5, 6 Pinsel, finde ich okay. By the way, es gibt auch 11 Cosmetics hier im DM, also so einzelne Produkte, finde ich mega cool, weil die Marke habe ich sonst noch nie ausprobiert. Ich stehe halt mehr auf Make-up anstatt so Pflegeprodukte, Primer und sowas. Also den Concealer oder so, würde mich mega interessieren, oh mein Gott. Leute, wisst ihr, was ich gar nicht checke? Hier von Asam Beauty gibt es Tester. Übrigens ist auch mal im DM. Hier von Mrs. Bella, sie hat auch eine mega schöne Kollektion rausgebracht, gibt es auch Tester. Aber nur nicht von Tamtam Beauty, warum? Weil wir kurz über Mrs. Bella zu reden, sollten wir uns auch die Zeit nehmen. So sieht die Palette hier im Laden aus. Ich finde, die sieht mega cool aus, oh mein Gott. Ja, schon. Ich finde die schon mega cool. Nur, ich finde halt die von Tamtam Beauty für mich passender wegen den mehr braunen Tönen. Ja, weil mit dem Korall würde ich jetzt nicht so viel anfangen können oder mit diesem hellen Beige-Ton. Und ja, aber an sich finde ich die Palette mega, mega schön. Die Verpackung so nice, ne? Also wirklich, das erinnert mich so, als wären wir alle so kleine Prinzessinnen, die so Make-up benutzen. Wirklich, also am meisten hat mich auch die Blush-Palette interessiert. Dieser Struggle mit einer Hand zu filmen. Ich finde halt, dieser Ton ist schon heftig, heftig. Aber der sieht mega, mega schön aus. Aber ich glaube, ich traue mir gar nicht so einen Blush zu. Leute, Maybelline hat eine Super Stay Coffee Edition rausgebracht. Und ich finde die Farben so, so schön. Oh mein Gott, ich habe mir auch schon den Ton bei Müller gekauft. Ich feiere das einfach. Die Farbauswahl, weil ich liebe Brauntöne. Oh mein Gott, müsst ihr auf jeden Fall ausprobieren, wenn ihr genau so Brauntöne liebt. Also Leute, so sieht der Ton aus, den ich gekauft habe. Ich finde den mega schön. Das ist die Farbe 255. Für mich ist der leider etwas zu hell. Ich trage den immer in der Mitte auf. Als Topper und ja. Leute, ich habe gesehen, dass von Colgate diese Version irgendwie mega gut sein soll. Und von Blender Mate diese Version. Ich werde jetzt die hier neuerdings ausprobieren und euch dann berichten, ob ich die auch genauso gut finde. Leute, genau das habe ich gemeint, dass Evelyn ab und zu so richtig süße Sachen rausbringt. Oh mein Gott, ich finde das gerade richtig goldig. Für 4 Euro finde ich gut, voll klar. Ich habe genau das hier in braun und etwas größer für meinen Schlüsselanhänger. Oh mein Gott. Ich finde, by the way, die Ohrringe auch irgendwie voll cool. Für 4 Euro ist auch okay. Was haben die denn noch alles? Also die Kette ist nicht so meins. Ich finde sowas auch cool, nur ich trage halt sowas nicht. Sind schon interessante Sachen dabei.
Aber ja, überlege ich halt, ob ich mir jetzt die Ohrringe hole, weil eigentlich trage ich keine Mini-Kreolen mehr. Aber die sehen voll cool aus, weil ich bin eher so der Perlenohrring-Typ. Das ist auch voll süß. Aber sowas trage ich halt auch voll viel zu selten. Ich finde, das hat auch was, nur die Schleife hätte man ein bisschen anders machen können. Oh mein Gott, die haben voll die süßen Sachen, wirklich. Also solche Haarspangen feiere ich auch mega. Oh Mann, ich überlege gerade, weil die sehen schon irgendwie anders und cooler aus, die Ohrringe doch zu holen, weil ich habe mich irgendwie schockverliebt in die und deswegen muss ich die holen, bevor ich da 10 Stunden weiter nachdenke. Also Leute, die haben auch so Leoparden-Style. Finde ich irgendwie auch voll cute. Also hätte ich, glaube ich, locker mit 14 gekauft. Jetzt hat auch Evelyn zurzeit voll die süßen Haarreifen. Würde ich halt mega gut benutzen, wenn ich mein Make-up schminke. Aber, also ich finde die Idee gut, aber ich glaube, getragen sieht das nicht so gut aus, weil das so klein ist oben. Ich weiß nicht. Was meint ihr? Leute, durch Taras DM-Haul habe ich die hier im DM entdeckt. Und ich habe so oft Probleme, dass ich zum Beispiel Make-up auf meinen Kleidungsstücken verschütte. Oder wenn ich mein Tag habe, dass da irgendwie was ausläuft. Oder, also ich habe mir jetzt auch 3 Stück hier geholt. Für diese 3 Fleckenteile habe ich mich entschieden. Ich wurde vorhin angerufen, falls es ein bisschen unterbrochen vorkam. Leute, bei Trend It Up gibt es, oh mein Gott, kannst du auch still aufnehmen, gibt es zurzeit ein Wimpernserum. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ob es irgendwie was bringen würde für 2-3 Euro oder eben nicht. Die Meinungen sind im Internet sehr gespalten. Oh Mann, ey, ich weiß nicht. Also ich würde es schon gerne testen, aber das Problem ist, ich bin nicht so eine Person, die jeden Tag dran denkt, das immer aufzutragen. Deswegen, also falls ihr Erfahrungen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Leute, ich finde bei Catrice den Aufsteller hier voll schön für die LA, aber ich bin mir gerade unsicher, ob das eine neue LA ist, weil eben kommt mir mega bekannt vor. Und ich überlege gerade, ob ich den diesen Pinsel kaufen soll. Der sieht voll schön aus. Leute, ich überlege gerade auch, ob ich hier diesen Blush holen soll. Anstelle von der Face-Palette von TamTam Beauty. Oh Mann, die Entscheidung ist schwer. Ich habe neue Nagellacke rausgebracht und ich finde, die sehen eigentlich voll cool aus. Also für Hellhäutige, weil ich glaube, mir ist das ein bisschen zu hell. Das hier finde ich aber richtig schön, diese Farbe. Ansonsten finde ich halt diese Töne wirklich mega, mega schön. Ne? Oh mein Gott, sind richtig schön. Leute, ich habe gehört, dass das ein Dupe sein soll für Alien-Parfüm. Oh mein Gott, ich weiß nicht. Ich habe schon so viel Bodylotion, dass ich mir das wirklich kaufen weiß. Das ist nur 1,25 €. Ich glaube, ich kaufe es. Oh mein Gott. Leute, es gibt bei DM zurzeit auch Babyhaar-Wegsteck-Wimpern. Kleber? Nee, wie soll ich das erklären? Also es ist wie so eine Wimpertusche nur für Babyhaare. Ich weiß nicht. Ich habe schon mega viele Babyhaare. Da müsste ich mal meinen kompletten Kopf zukleben, damit das alles so flawless sitzt. Aber ja, nur damit ihr Bescheid wisst, falls ihr auch so störende Babyhaare habt. Im DM ziehen einfach neue Marken ein. Ich habe das jetzt gar nicht gerade mitbekommen. Ich finde die irgendwie interessant. Also vor allem das hier. Sowas. Ja. Judith Williams. Kennt ihr die Marke bereits? Schreibt es mal in die Kommentare. Leute, ich wollte euch auch kurz in diesem Video diese Palette zeigen. Und zwar ist die hier von Catrice. Und zwar denke ich, dass es eine Limited Edition ist. Und zwar ist es die 5 in der Box Palette. Ich finde sie mega schön. Und vom Packaging her, vom Preis her, die kostet unter 4 Euro. Und qualitativ ist die auch richtig, richtig gut. Und die ist auch ein Dupe zu Natasha Denona. Nicht unbedingt in dieser Farbvariation, aber es gibt auch noch andere. Die waren mir aber zu hell bzw. zu uninteressant. Und ich fand die halt am interessantesten. Und neben dieser Palette habe ich mich auch für diese Foundation auf der Catrice Eigenmarke mich entschieden. Ich weiß nicht, ob es die halt auch auf der DM-Online-Seite gibt. Also zumindest gibt es die nicht im Laden zu kaufen und diese Farbvariation auch nicht im Laden. Und zwar ist das die 70 Toffee Beige und ich habe normalerweise immer die 80 gehabt und die war mir etwas zu rotstichig und zu dunkel. Und die geht halt jetzt auch aus dem Sortiment, solltet ihr wissen, wegen den neuen Foundations. Also schnappt zu, bevor sie bald alle sind auf der Online-Seite. Und ja, falls ihr
Interesse habt, wie diese zwei Produkte auf meinem Gesicht performen, dann abonniert mich gerne, um das Drogerie-Make-up-Video nicht zu verpassen. Also Leute, das war's mit dem DM-Haul. Falls es etwas lauter war, es tut mir mega leid, weil heute war extrem viel los im DM. Ich habe mich doch gegen die Face-Palette mich entschieden, weil ich denke, dass sie echt zu hell ist für mich. Ich war einfach geblendet von der Idee, von der Konzeption der Palette. Aber ich denke halt wirklich, dass ich die meisten Farben für mich nicht so toll empfinden werde. Und ich habe auch dementsprechend ein paar Freundinnen gefragt, ob das halt so sinnvoll wäre. Und die meinten auch so, nee, lieber nicht. Und ja, jetzt werde ich die anderen Produkte auf jeden Fall austesten. Und falls es euch interessiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare bzw. abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich euch schon sagen, wünsche ich noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.